Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich gehe mal davon aus, dass Damen und Herren da unten sitzen. Ich erkenne niemanden. Aber das haben wir ja eigentlich hier. Diese Mischung haben wir ja eigentlich doch durchaus immer. Und mehr muss zu der Mischung auch nicht gesagt werden heute. Ich freue mich sehr, dass wir hier eine hochkarätige Runde haben von Filmemacherinnen und Filmemachern und einem Filmemacher, die Filme inszeniert haben, die zum Deutschen Filmpreis als beste Filme nominiert sind. Wer zählen kann, wird feststellen, 6 Filme, 4 Filmemacherinnen, da fehlen 2. Das stimmt auch, haben Sie richtig gerechnet. Fatih Akin ist kurz davor nach Cannes zu fahren und deswegen noch schwer und sozusagen minütlich jede Minute mit seinem Film beschäftigt. Wir gratulieren ihm erstens zur Einladung nach Cannes natürlich und wir wünschen ihm gutes Gelingen. Auch jetzt noch in der Fall. Auch noch in der Fertigstellung seines Films. Maren weiß ja, wie das ist, wenn es kurz vor dem Festival erst fertig wird, der Film. Das ist ja, auch eine Tradition mit deutschen Filmen, die kann. Chris Kraus hat heute Morgen noch angerufen, beziehungsweise anrufen lassen, weil er gar nicht anrufen konnte. Der hat wirklich einen schweren Migräneschub, nichts Angenehmes. Ich glaube, er hätte lieber hier gesessen und geredet, als zu Hause den Kopf zu halten. Das ist ziemlich unangenehm, so viel ich weiß. Wir entschuldigen ihn auch, bedauern natürlich bei beiden, dass sie nicht dabei sind. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit miteinander, auch mit Ihnen und euch natürlich. Aber wir hätten es natürlich gerne vollständig gehabt. Also die Filme Die Blumen von gestern, Regie Chris Kraus und Chick-Regie Fatih Akin sind nicht da. Dafür, ich gehe jetzt einfach mal in der Reihenfolge, wie Sie hier sitzen, die Regisseurin des Films Toni Erdmann, Maren Ade da. Die Regisseurin des Films Wild, Nicolette Krebitz. Anne-Sora Berrachet. Die sich von 2 Mütter auf 24 Wochen gesteigert hat. 24 Wochen ist der Film, mit dem sie nominiert ist. Und willkommen in Berlin. Simon der Höhen, willkommen bei den Hartmanns. Ich habe nochmal einfach beim Rekapitulieren der Geschichten der anwesenden Filmemacher, die ich jetzt nicht ausführlich erzählen will, so viel Zeit ist da doch nicht, festgestellt, dass bis auf Anne-Sora, naturgemäß, ist ein bisschen jünger und hat ihren ersten längeren Film, glaube ich, der ist wirklich bei 2009, ne? 2 Mütter war 2009, glaube ich. 2013 war 13, ja, war 2 Mütter, genau, 2009 war dann irgendwie waren die ersten. 2009 habe ich angefangen zu studieren. Okay, siehst du? Anfänge. Rede von den Anfängen, aber ich meinte eigentlich die großen Filme, da war 2013. Bei Maren Ade, Coco Krebitz und Simon Verhoeven fiel das alles etwa in die gleiche Zeit. Das finde ich ganz interessant. Ihr habt alle etwa 2000, 2001 die ersten Filme als Regisseure und Regisseurin gemacht. Also bei Coco weiß es natürlich noch, weil 99-Euro-Film ihr Beitrag und danach der Jeans. Ist ja auch der Berlinale gelaufen, das Jeans nicht. Zu deinem großen Ärger kann ich mich gut erinnern, den wir da hatten. Und war auch ein Fehler von mir. Und bei Maren war es Wald von aller Bäumen 2002. Und bei Simon war es 100 Pro 2001. Also ist alles etwa die gleiche. Der lief irgendwo. Nee. Das, außer, glaube ich, ganz gut im Kino. Und da auch nicht so gut. Aber das hat sich ja geändert. Das hat sich ja geändert. Also ich habe ihn, er muss irgendwo gelaufen sein, weil ich habe ihn gesehen. Ich war das, ja. Jetzt ist das auch raus. Ich würde gerne anfangen, weil das ist ja, ich finde es interessant bei diesen Filmen, über die wir jetzt hier heute reden, die ja alle sehr unterschiedliche Karrieren gemacht haben im letzten Jahr. Die würde ich gerne kurz beschreiben, beziehungsweise auch kurz beschreiben lassen. Ich gehe mal da chronologisch vor. Der erste Film, der eine Weltpremiere von den 4 Filmen, die wir hier haben, hatte, war Nicolette Krebitz mit Wild in Sundance.
Da würde ich natürlich gerne wissen, was das für Sie bedeutet hat. Und danach gehen wir auf die anderen Regionen. Aber das finde ich ganz, ganz spannend. Du hast mit diesem Film bis in Sundance gelaufen, kurz vor der Berlinale war das. Und ich glaube, der Film ist da nicht untergegangen, oder? Ja. Nein. Er ist nicht untergegangen. Das stimmt. Ja, es stimmt, würde ich sagen. Er war schon sehr viel vorher fertig. Im April, im Jahr davor war er fertig und wir hatten eigentlich gehofft, dass wir ihn irgendwie in diese Saint-Regard-Reihe in Cannes bekommen. Alle hatten gesagt, die den Film gesehen haben, der würde da gut hinpassen. Das wünschen sich ja immer alle, aber die fanden das nicht. Und dann hieß es, okay, was wollen wir denn dann jetzt? Wo könnten wir denn hin? Wollen wir noch ein Festival machen? Und ich persönlich mag Sundance sehr und verfolge das immer sehr aufmerksam, was da läuft. Und habe dann gesagt, ja, es ist zwar erst im Januar und der Film liegt dann noch eine Weile rum, aber das wäre mein Wunsch. Und dann haben die den da schon gezeigt, lange vor Sichtung. Also der Weltvertrieb hat es irgendwie eingefädelt und dann hieß es, ja, die finden ihn ganz toll und sie wollen unbedingt, dass der da läuft und sie würden sich sehr kooperativ zeigen mit den tollen Spielzeiten in den tollen Theatern und so weiter und wir können das alles mit denen besprechen und die waren so offen in ihrer gesamten Kommunikation, wie ich das von anderen Festivals zumindest nicht kannte bis dahin. Und das war gleich so ein gutes Gefühl, dass wir gesagt haben, okay, das machen wir jetzt. Und dann haben wir halt so lange gewartet und dann, was war jetzt nochmal die Frage, ob Berlinale? Nein, die war die Frage war nicht auf Berlinale. Das wird nicht gar nicht. Aber was das für eine Auswirkung auf den weiteren Weg des Films hatte, das ist ja nicht die Frage. Das Gute, was uns dann dort passiert ist, ist, dass so ein Filmkritiker einen Tag vor der Premiere eine Kritik im Hollywood Reporter veröffentlicht hat, die sehr ernsthaft und genau und wahnsinnig toll war. Und das ist wohl so ein Kritiker gewesen, der, wenn der so aus dem Film kommt und sich eine Zigarette anmacht, dann heißt es das. Wenn er seine Sonnenbrille aufsetzt und geht, heißt es das und so. Und alle waren so total amazed, haben gesagt, wisst ihr denn nicht, wer das ist? Und so, und wir so, nee, aber toll. Und der hat dann unseres Erachtens nach so ein bisschen den Ton gesetzt für alle Texte, die danach passiert sind. Und auch die Premiere war überfüllt und alle haben den Film plötzlich so anders ernst genommen und nicht so mehr, niemand hat mehr von Rotkäppchen oder so geredet, was immer meine große Angst war. Und dann kamen wir halt zurück und hatten irgendwie schon mal ein tolles Erlebnis in der Tasche, bevor wir dann hier ins Rennen gegangen sind. Bei Anna Sora war das der nächste Termin dann, 14. Februar im selben Jahr mit 24 Wochen. Auch, das ist ja sozusagen das, was die drei Filme auch dann ein bisschen alleinstellen macht, als der einzige als deutscher Film angesehene Film im Wettbewerb, das nicht stimmt. Es gab noch andere deutsche Filme, die waren halt international produziert. Wie war das für dich? Der Tag und dann die Zeit danach. Das war unheimlich spannend, weil wir hatten, also eigentlich die ganze Zeit, während ich den Film gemacht habe und wir alle den Film gemacht haben, hatten wir die große Sorge oder die Befürchtung, dass dieser Film das Publikum spalten wird, weil es geht um eine späte Abtreibung, also eine Abtreibung bei einer Behinderung nach dem dritten Monat. Und wir dachten eben, dass, weil zu diesem Thema eben sehr starke Haltungen und Meinungen existieren, dass dieser Film eben auch sehr polarisieren wird. Und wir haben eben diesen Tag, also dieser Tag, wo der Film das erste Mal vorgestellt wird vor Menschen, den habe ich, ich war also unheimlich aufgeregt. Und ich habe auch noch nie vor 1600 Leuten gesprochen im Berlinale Palast. Also nach der Vorstellung geht der Regisseur ja als erstes auf die Bühne. Und ich dachte immer, ja, was ist jetzt, wenn die Hälfte des Saals halt rausgeht oder Leute buh schreien, dann muss ich ja darauf reagieren und muss das irgendwie da so regeln. Und am Ende war das alles gar nicht so. Und so, wie eigentlich die erste Vorstellung auf der Berlinale war, so war das dann, so ging das mit dem Film weiter. Wir haben den ja auch in Länder gezeigt, wo, also in Südkorea zum Beispiel oder in Polen,
in Mexiko, wo es gar keine Abtreibung gibt oder es wieder rückläufig, wie in Polen gegangen ist. Also dass die Leute wieder das wollen, dass es gar keine Abtreibung gibt. Auch in diesen Ländern wurde dieser Film eben sehr positiv aufgefasst und als das gesehen, was er ist. Nämlich er will nicht für oder dagegen sprechen, sondern er will einfach zeigen, dass das existiert. Dass es gibt Frauen, die können ihre Kinder mit Behinderung nicht bekommen. Und so ging das mit diesem Film weiter und wir haben dann, ich habe mich da immer gefreut, in ein anderes Land mit dem Film zu reisen und den Film, dieses Thema, in andere Länder zu streuen. Das ist dir ja auch vergönnt gewesen, deinen Film in andere Länder zu streuen, nach Cannes. Da müssen wir jetzt über die Wirkungsgeschichte nicht so viel erzählen, die ist ziemlich bekannt. Das war jetzt sozusagen die dritte Premiere, das war dann deine Premiere in Cannes. Was da passiert ist und was danach passiert ist, das werden wir jetzt nicht nochmal besprechen. Das kannst du wahrscheinlich auch weder hören noch tun. Das verstehe ich sehr gut. Also ich habe jetzt bei den Leuten gesagt, das ist eigentlich ganz gut gelaufen in Cannes. Und man kann jetzt immer sagen, das ist der Film, der in Cannes nicht gewonnen hat. Und das ist mittlerweile ein Markenzeichen geworden und auch die Reaktionen danach, die öffentlichen, waren ja auch, glaube ich, ganz hilfreich. Also hier spare ich es mir, weil die Wirkungsgeschichte ist echt durchgekaut. bei dir ist es ein bisschen anders, Simon. Du hast keine... Nein, wir haben gerade gesagt, dass wir bei Marvel das nicht tun. Okay. Gar nicht. Okay. Ja, oder ich dachte, du hast Cannes gewonnen, ehrlich gesagt. In meiner Erinnerung war es... Du kennst die Geschichte von den Siegern der Herzen, die beginnt 2001 in Gelsenkirchen, aber darüber wollen wir jetzt nicht. Aber bei dir ist es ja keine Festivalgeschichte, bei dir ist es eine große Geschichte, was die Publikum. Bei mir ist es zunächst mal auch eine kleine Geschichte. Also, okay, dann die kleine Geschichte ist natürlich erstmal das, also ich weiß nicht, ob ich so weit ausholen soll jetzt, aber... Wie du möchtest. Ich habe eine Serie entwickelt, eigentlich eine Familienserie, und habe immer das Gefühl gehabt, ich habe gute Figuren, aber es fehlt ein bisschen der Griff, um diese Familie auf den Punkt zu bringen. Und dann hatte ich irgendwie die Idee, dass ich für eine Episode vielleicht das Thema Flüchtlinge mit reinbringe, dass sie einen Flüchtling aufnehmen. Und das wurde dann eigentlich so schnell so stark, dass es relativ schnell ging, dann zu sagen, nee, komm, wir machen keine Serie, das ist der Film, das ist das, was du eigentlich erzählen müsstest. Dadurch werden die Charaktere auch erst stark. Und dann war es eigentlich erstmal ein Weg voller Zweifel, weil ja plötzlich eben diese kleine Geschichte eine sehr große Geschichte innerhalb des Landes wurde und auch wir alle sehr unsicher waren, wie sich das dann tonal vereinen lässt, ja, mit diesem Film. Das zur ersten Entstehungsgeschichte. Ja, aber ich wollte ja über die Wirkung, die Entstehung kommt hinterher bei mir. Ich wollte andersrum sprechen, aber wir fangen jetzt dann so rum an. Ich kann das auch ruhig so... Festivalgeschichte haben wir keine. Genau, das meinte ich, aber ihr seid gleich ziemlich gut beim Publikum angekommen und bist du auch eigentlich gleich los mit dem Film? Habt ihr eine Kinotour auch gemacht? Wir haben keine Kinotour gemacht, tatsächlich. Nee, also wir haben, es ist auch schwierig mit diesen Darstellern, der eine ist schon wieder ganz woanders und so weiter. Es war schwierig, es unter den Hut zu bringen, aber glücklicherweise hat es ja trotzdem ganz gut funktioniert. Und hast du Erfahrungen mit Reaktionen aus dem Publikum? Ja, also sagen wir, meine erste Erfahrung war ein Testscreening. Und das ist ja das, was eben auch die Qual dann ist. Manche Verleiher machen das, man kann davon halten, was man will, aber ich bin es bisher gewohnt gewesen, dass eben das gemacht wird und das kann man nur unter Valium aushalten. Es ist klar, weil zum ersten Mal deinen Film, den du davor mit deinem Cutter, mit deinen Freunden angeschaut hast vielleicht, selber eine Meinung versuchst dazu zu haben, plötzlich wirklich in eine komplett öffentliche Situation geworfen wird und ein Testscreening mit Leuten, die auf der Straße akquiriert werden, passiert, die überhaupt keine Toleranz haben. Also sie sagen jetzt nicht, ich bleibe jetzt sitzen, weil es ist ja ein Kumpel von mir. Sondern die stehen halt, die zeigen dir, ob das funktioniert oder nicht. Und da waren wir wahnsinnig nervös und wir waren vor allem deshalb nervös aus dem ähnlichen Grund wie du, weil ich auch dachte, dieses Thema muss polarisieren. Das polarisiert ja. Der Film wird also auch furchtbar polarisieren. Hat er ja übrigens hier und da auch, meistens bei Leuten, die den Film nicht gesehen haben. Aber das Interessante ist tatsächlich, dass in diesem Testscreening, und das war diese große Erleichterung, die wir dann gefühlt haben, der Film nicht polarisiert hat, sondern tatsächlich eben auch Leute, die mit verschiedenen Perspektiven da in den Film reingingen,
damit leben konnten und, den, und sich irgendwie danach ja, ganz entkrampft gefühlt haben oder Spaß hatten dabei, aber trotzdem nicht ihre, ihnen wurde jetzt nicht irgendwie gesagt, das ist jetzt die Lösung, das müsst ihr jetzt übernehmen, diese Meinung. Das war das Überraschende und schön Überraschende an, bei der ersten Reaktion, die wir bekommen haben. Habt ihr denn auch Test-Screenings gemacht, zum Beispiel? Also, nee, ich habe ehrlich gesagt gar keine Zeit gehabt so richtig. Also ich hätte es eigentlich gerne, es hätte man wirklich mal machen müssen mit dem Film, glaube ich, weil man dann auch noch, weil wir hatten, wir gingen wirklich nicht, also wir wussten wirklich nicht, wie er funktioniert. Mir war auch wirklich dann an einem gewissen Zeitpunkt auch völlig egal, ob das nachher eine Komödie ist oder eine Tragödie oder weiß nicht. Für mich war das ein, zu dem Zeitpunkt so ein schwer melancholischer Film, weil ich den immer und immer wieder geguckt habe. Und diese, also so ja, die humorvolle Seite nutzt sich tierisch schnell bei dir selber ab. Also du lachst ja nicht dann über deinen eigenen Film mehr oder so. Also kam so dieses andere nur immer so raus. Und ja, und dann war ich war wirklich extrem überrascht, dass die Leute so viel gelacht haben auch in Cannes zum Beispiel. Und das war dann halt so, manchmal saß ich da und habe so gedacht, jetzt ist aber mal gut. Also, irgendwie, jetzt kommt gleich noch was Ernstes irgendwie. Oder hört man ja, man hört ja gar nichts mehr. Oder, also so, ich habe mich dann an so Sachen, nein, ja wirklich, aber das ist ja schlimm. Als Regisseur ist man natürlich das erste Mal, dass man komplett die Kontrolle abgeben muss. Natürlich total, ja, also auch wirklich eh schwer, natürlich seinen Film zum ersten Mal zu sehen. Aber ja, es war interessant, dass ich es auch schwer war, obwohl er ganz offensichtlich gut ankam, sozusagen. Ich wollte diese Frage stellen, Coco, aber ich wollte so anders stellen. Ich wollte fragen, wie lang die Fassung für die fürs Test-Screening gewesen wäre. Nein, das, also der Film, ich wollte nie so einen langen Film machen erst. Also ich habe wirklich nicht gedacht, dass der so lang wird, aber ich habe mir halt gedacht, dann war so, und er war vielleicht, er war im ersten Durchlauf vielleicht so 20 Minuten länger, 25 Minuten länger, und ich habe schon echt geahnt, dass ich nicht mehr so viel rauskriege, weil das einfach so durcherzählt, auch so Sachen wie diese Nacktparty oder so, das ist wie so ein eigener Kurzfilm, da kann man gar nicht, das sind halt so Zeit, also, und ich habe dann, man hätte dann wirklich noch um so 10 Minuten streiten können, oder 5 eigentlich nur, und ja, das habe ich dann am Ende gedacht, komm, also, der ist eh so lang, dann kann ich ihn jetzt auch so machen, wie er mir am besten gefällt. Ja, aber wie du dann gesehen, ich hatte ja auch das Glück, in Cannes dabei zu sein. Also ich konnte dann schon zwischen Lachen und Weinen noch unterscheiden als Zuschauer. Musste keine Angst haben. Aber es war bestimmt überraschend, weil die Leute wirklich, wirklich mit 2000 Leute anfangen zu lachen. Da denkt man, es wird nie mehr ruhig. Aber das war schon sehr, sehr besonders. Aber ich finde, das ist ja die Entscheidung, die du da getroffen hast. Jetzt reden wir auch mal darüber, wie die Filme gemacht worden sind und nicht nur, was sie bewirken. Die wird, glaube ich, dem Zuschauer schon plausibel in der ersten Szene. Ja, aber darüber kann man ja schon diskutieren. Ja, darüber kann man diskutieren, so. Kürzt, nur wenn man es nicht kürzt. Ja, und ja. Es funktioniert so, wie es funktioniert. Und es funktioniert ja hervorragend. Ja. Dann ist es klar, dass es den Rhythmus für den Rest des Films auch noch angeht. Und ich glaube, dass dann in dem Moment das Publikum das auch akzeptiert. Das Tempo des Films vorgegeben. Und das ist wirklich, das wärmt dich auf und macht dich bereit. Ich finde das wirklich interessant, die Anfänge. Das war auch wirklich sowas, wo ich auch gedacht habe, ja, muss das jetzt sein so lange? Sondern habe ich es immer mal wieder gekürzt. Also es steht ja wirklich fast 40 Sekunden oder so. Ja, aber man könnte... Und dann haben wir echt gemerkt, das funktioniert gar nicht mehr danach, weil man schon mal so, man muss schon mal so aufgeben gleich. Es ging ganz blöd, aber ich finde, es ist wie so eine Art Gebrauchsanweisung für den Film. Also es ist gar nicht böse gemeint, sondern okay, du musst damit rechnen, da gibt es nochmal einen mehr. Ach, weißt du auch, wer ist dieser Typ? Ja, es gibt diesen zweiten Typen, der so ist, wie er ist. Der macht dann nebenbei noch seine Witze über das Paket, was in die Luft fliegt. Der Junge, der kommt, ist dann auch gleich derjenige, der noch hilft, es zu entschärfen. Du hast ja dann sofort alles, dieser völlig assoziative, verrückte Humor ist ja komplett gesetzt dort. Das ist wirklich toll. Deswegen ist es dieser Anfang so. Ich finde überhaupt, ich würde mal die Anfänge gerne vergleichen, das finde ich ganz spannend. Das ist ja, glaube ich, dass es schon so ist, dass dieses Opening natürlich auch ein Versprechen ist für den Rest des Films. Und man kann die Filme auch wirklich anhand ihrer, also würde ich jetzt mal behaupten, ich weiß nicht, wie weit ihr sich erinnert oder ihr das auch so seht, anhand ihrer Öffnungen auch erkennen.
Also ich meine, bei dir, Anne-Sora, hat man halt am Anfang klar diese Bilder, von denen man nicht weiß, ist es schon, oder es ist vielleicht vor der Geburt, es sind aber auch Bilder, die schimmern wie danach, Kindheit und sowas. Und dann kommt die Figur, die wir ja auch so begreifen müssen als eine öffentliche Figur, die erstmal ihr Thema öffentlich macht und jetzt wissen wir, die Fallhöhe ist höher, jetzt wird sie, sie muss da später irgendwie raus. Ja, das ist auch gleichgesetzt. Stimmt, für mich war es immer am Anfang, habe ich mir immer vorgestellt, an was würde sie sich erinnern, wenn sie nach all dem wäre und würde sich an das damals erinnern. Was für Bilder hätte sie im Kopf? Und das ist eben der Anfang unseres Films. Dass sie da sitzt und erinnert sich an etwas. Und diese Gedanken sehen wir. Der Anfang ist dann letztendlich wirklich auch, wie sie ihre Geschichte öffentlich macht. Was ist schwierig, was es dann schwierig macht für sie später oder was diesen Konflikt dann. Sie zeigt ihren Beruf, genau. Sie macht das noch nicht öffentlich, das macht sie am Ende. Aber sie Nein, sie macht auf, wie sie schwanger ist. Das meine ich. Genau. Und das ist ja das. Wir sehen es erst nach 5 Minuten, wenn sie auf der Bühne steht und macht Witze. Genau. Und macht einen Witz darüber, über ihre Schuhe und dann zeigt sie, dass sie schwanger ist. Bei dir, Coco, ist es natürlich das, auch diese merkwürdige Örtlichkeit, die man im Grunde genommen gar nicht am Anfang zuordnen kann. Also was macht diese Frau eigentlich wo, finde ich. Also das ist Ja, ich wurde so oft gefragt in diesen Q&As, ja, auf Kinotour und so, wie ich auf die Idee gekommen war. Das hat ein bisschen was mit dem Anfang des Films zu tun, weil ich hatte so einen Traum, dass irgendwas hinter mir herläuft im Wald und da habe ich mich umgedreht und es war ein Wolf. Aber dann wusste ich auch sofort, das ist mein nächster Film, aber warum eigentlich? Das war es dann schon, so ein toller Outline. Aber ich bin dann, zur gleichen Zeit wurden Wölfe in Deutschland halt zum ersten Mal seit 100 Jahren wieder gesehen und das war alles in der Lausitz, war das erste Wolfsrudel, was sich so niedergelassen hatte. Und da bin ich eben hingefahren und ich fand diese Gegend für mich so beeindruckend, weil diese ganzen sozialistischen Siedlungen leer standen und teilweise so Gras aus diesen Betonplatten wuchs und auf so einem ehemaligen Truppenübungsplatz hatte sich eben das erste Wolfsrudel niedergelassen und eine Familie gegründet, wo aus dem Panzer auch so vorne so Pflanzen rauswuchsen. Und ich dachte, das sieht so aus, als würde sich so eine Wildheit diese Gegend zurückerobern. Und das war eigentlich die Grundidee für meine Hauptfigur als Charakter, dass das in ihr passiert. Also ein Ort war die Inspiration für eine Frau. Und so fing auch dann der Film an, dass ich zeigen wollte, wo sie lebt, wie sie lebt und was da eben alles nicht mehr ist. Im Vergleich der Entwicklung des Films, was dann alles zu ihr wiederkommt und an Farbe gewinnt und so weiter. Das war meine Frage. Also die Exposition ist ja da auch extrem wichtig, auch wieder, um sozusagen den Film zu verstehen. Jetzt reden wir auch über deinen Anfang. Ja, mein Anfang fängt im Flüchtlingsheim an, in der Flüchtlingsunterkunft. Es war bei uns wichtig, dass wir mit Diallo anfangen, weil ich wusste, ich bringe ihn erst relativ spät wieder in die Geschichte rein, wenn es sozusagen, ich musste einen kleinen Touch geben, eine Färbung geben. Da ist jemand, um den geht es, der ist auch nicht glücklich, der ist auch dort ein Außenseiter und dann ist natürlich diese Figur aufgeladen, wenn sie wieder in die Geschichte kommt, dann so um Seite 30 rum. Aber der eigentliche Anfang war die Familie Hartmann bzw. die Eltern Hartmann, wie sie eine Maus retten vor einer Katze. Und das ist wirklich biografisch einfach, das habe ich sehr, sehr oft erlebt bei uns zu Hause. Wir hatten immer Katzen und die haben tatsächlich blutrünstige Orgien veranstaltet. Da war immer ein lautes Miau in der Nacht. Machen, ja. Und meine Mutter hat alles gegeben, um diese Mäuse zu retten. Besen unter dem Teppich oder irgendwie auf der Terrasse. Es waren die skurrilsten, aber auch rührendsten Szenen, die ich so in meiner Kindheit so nachts um 3 miterlebt habe. Und mein Vater war immer so ein bisschen, der hat das sehr rational geplant, der hat versucht, irgendwie rational zu denken, kann man diese Maus, kann die noch überleben? Ja, sozusagen. Ne? Wie viel Aufwand können wir jetzt treiben? Ist es nicht eigentlich besser, wenn wir jetzt wieder schlafen gehen und die Katze einfach, diese Maus einfach ihrem Schicksal hinterlassen? Ja?
überlassen. Und mein Vater ist Arzt, also er hatte vielleicht auch eine faktischere Herangehensweise. Aber jedenfalls fand ich, war das für mich wichtig, dass ich da eine Szene entdeckt hatte, die diese Figuren eigentlich sehr, sehr gut für den Film vorstellt, auf eine Schiene bringt. Denn tatsächlich die Mutter, die retten will, helfen will, ja, auch der Maus, der kleinen Maus. Und der Vater, der dann bei mir in der Färbung von Heiner Lauterbachs Figur etwas zynischer dem Ganzen gegenübersteht. Wir müssen auch über Humor sprechen. Müssen. Wir müssen. Siehst du, man muss das Wort nur erwähnen, die Leute lachen. Deswegen darfst du dich nicht wundern. Nein, du hast es eben gesagt, ich finde das wirklich spannend. Du hast vorhin erzählt, dass du eigentlich irgendwann über deine Sachen, die sicherlich auch mal komisch gedacht waren, ja. Du hast, glaube ich, in einem Interview mal irgendwann gesagt, das Komische steht eigentlich auch im Drehbuch. Dass du das irgendwann nicht mehr komisch finden kannst. Wie hoch war denn für dich der Anteil des Komischen in der Idee oder in der Konzeption? Also eigentlich fast höher, also sehr hoch eigentlich am Anfang. Also ich habe wirklich so das, wollte wirklich eine Komödie machen. So. Also ich habe viele Komödien geguckt und habe mich auch lange mit verschiedenen so, also es gab halt diese Grundidee, dass der Vater sich da so ein alter Ego bastelt und seine Tochter eben überrascht. Also so die, aber es war schon wirklich so, dass ich mich viel mit dem Genre so an sich beschäftigt habe oder auch mit Performern, die so alter Egos, zum Beispiel habe ich dann mich viel auch mit Andy Kaufman beschäftigt, so ein Performer aus den 70ern. Name klingt ja irgendwie so wie bei Ja, genau, der hatte auch einen Charakter, deshalb habe ich auch Tony genommen, um das so deutlich zu machen. Der hat einen Charakter, der hieß Tony Clifton, das war so ein ganz schlechter Sänger, so ein Las Vegas-Barsänger. Und dann habe ich aber irgendwie, ja, habe ich aber, klar, dieses Familienthema hat auf der anderen Seite halt auch eine wahnsinnige Schwere so und auch eine große Melancholie mit sich gebracht. Und ich habe dann eigentlich vor allem beim Machen und dann auch beim Inszenieren gemerkt, dass ich jetzt gar nicht so denken kann, dass ich jetzt irgendwie einen lustigen Film machen möchte, in dem Sinne, dass nachher irgendwer lachen soll oder so. Also, dass ich da mit dem Publikum, einem eventuellen Publikum kommuniziere oder so, das habe ich dann gemerkt, dass der Gedanke hilft mir gar nicht. Und natürlich ist es auch so, es ist auch gar nicht so kompliziert bei Toni Erdmann, weil der Vater spielt die Komödie und das macht er aus einer sehr, sehr großen Verzweiflung dann irgendwann. Also, und so war auch immer beides da. Also, das heißt, man konnte eigentlich da bei seiner Figur hin und her gehen, bei ihrer Figur ist nochmal was anderes, klar, dann auch so, ich mich dann gefreut auch, dass am Ende so Sachen wie diese Nacktparty dann auch lustig geworden sind, obwohl quasi die lustige Figur, also Toni Erdmann, gar nicht mehr da ist. Aber vor allen Dingen nicht nackt. Dafür waren sie nackt, aber ich meine auch, also irgendwann habe ich mir gedacht, es ist mir eigentlich völlig egal, was es wird. Ich habe vorher zwei Dramen gemacht, wenn es nicht keine Komödie wird oder wenn es nicht lustig wird. Für mich ist das eher ein Drama als eine Komödie. Weil die Basis einfach eine dramatische ist. Ja, ich finde ja auch, wenn wir darüber reden, dass die Leute lachen oder sich vergnügen bei dem Film, heißt es ja nicht, dass wir automatisch von einer Komödie reden. Das ist ja sozusagen das, was sich auch ergibt. Das ist ja auch wurscht eigentlich. Also es ist doch gut, man will doch was machen, was nicht eine Schublade nur passt oder so. Aber ich habe mich eben gewundert, das war mir auch recht, wurde viel halt als Komödie beworben und ist halt verdammt lustig. Ja, na, das ist doch auch gut, ja. Ich habe dir ja vorher gesagt, ich fand auch Der Wald vor lauter Bäumen. Ich kann mich erinnern, ich meine, ich habe ihn vor langer Zeit gesehen und der hat mich damals wirklich sehr beeindruckt, tief beeindruckt, weil es auch so ein ungewöhnlicher Film war und da musste ich auch viel. Und der war furchtbar. Ich werde das Ende nie vergessen. Das Ende war herzzerreißend. Ja. Aber davor musste man auch ziemlich viel lachen und auch ein bisschen mit verzweifelt lachen. Also insofern, das ist halt, vielleicht ist es, bei dir kommt dann halt beides raus, kann ja sein. Ich glaube, dass tatsächlich die, auch wenn meine Komödie sicher eine ganz andere Art von Komödie, ich glaube trotzdem, dass die eine ernsthafte Beschäftigung mit dem Stoff, eine dramatische Beschäftigung, also ein Drama eigentlich immer die Grundlage, fast immer, außer vielleicht in totalen Klamotten, die auch lustig sind, also Nackte Kanone ist sicherlich kein Drama, aber ich muss trotzdem lachen. Aber in ernsthafteren Komödien, dass diese Ernsthaftigkeit und das Ernstnehmen der Figuren, das ist der Unterschied für mich, warum ich entweder eine Komödie
mag oder nicht. Wenn ich die Figur, muss ich trotzdem auf eine dramatische Art und Weise ernst nehmen können. Ja. Bei dir spielt das eine ganz andere Rolle, das finde ich wirklich spannend, weil diese Figur eben eine, ja, das eben was ist, was vielleicht eine Art von Komödie oder Witz ist, die jetzt Simon eher kritisch gerade beschrieben hat, als das, was die Frau beruflich macht und was ja auch so einen starken Gegensatz zum schweren Thema steht. War das eine bewusste Entscheidung oder... Die Figur war am Anfang, im Drehbuch war die Radiomoderatorin. Ich wollte, dass sie eine öffentliche Person ist. Öffentlich auf jeden Fall. Mhm. Genau, weil sie, weil der Film endet, sie tritt an die Öffentlichkeit und sagt, sie beichtet. Ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch war, ich habe mein Kind spät abgetrieben. Und ich wusste immer, das ist irgendwie das Ende des Films. Also musste sie eine öffentliche Person sein. Und das war am Anfang, irgendwann dachte ich so, ja, das Nachrichtending, das ist, ich wollte was anderes. Und ich... habe dann überlegt, was ist, ich wusste, der Film wird ab einem bestimmten Punkt unheimlich, also unheimlich traurig. Und ich kann mit diesem Element Ironie, kann ich dann nichts mehr anfangen. Also ich habe vorher zwei Mütter gemacht und da habe ich mit diesem Element gespielt. Also der ist oft ironisch und das konnte ich bei dem Film, bei diesem Thema war das einfach nicht angebracht, fand ich. Weil das zynisch geworden wäre. Ja, das geht einfach nicht. Und ich wusste, das wird irgendwann ganz dramatisch und dachte, okay, was ist dann das absolute Gegenteil von dem, was der Film irgendwann werden wird? Und das ist, wenn Leute lachen. Und was ist noch schwieriger für die Figur als Lachen? Naja, wenn sie andere Leute zum Lachen bringen muss. Und so wurde sie eben Kabarettistin, die Julia. Und da, es war auch, als ich Julia Jentsch gecastet hatte, war die erste Frage, die Julia hatte, ich dachte, sie wird dann mit mir sprechen, ja, wie zum Teufel machen wir diese Spätabtreibung, wie willst du das machen, also wie willst du das darstellen, wie sollen wir das machen? Aber das war gar nicht ihre Frage, sondern sie hat nur gefragt, wie soll ich lustig sein, wie soll ich das machen? Und dann... Das ist jetzt nicht ihr Fach. Das ist super schwierig und sie hatte da bis zum Schluss eine ganz große Angst und wir haben sie dann mit Kabarettisten zusammengebracht und haben dieses, ja, diese Bühne immer wieder benutzt in der Probe und... ja, und haben das versucht. Wir haben Julia Jentsch versucht, also sie sollte eine Kabarettistin werden. Und das ist wirklich was anderes als Schauspiel, haben wir festgestellt. Das muss man dann auch spielen. Das ist sozusagen die doppelte Herausforderung gewesen, wenn du so willst. Okay, bei dir können wir jetzt über diesen Aspekt nicht so viel reden. Das, aber so, ich finde ja meinen Film so witzig. Okay, dann erzähl mal zwei. Ach komm, wir reden weiter. Also. Szene mit diesen beiden Putzleuten. Mhm. Sensationell lustig. Das kommt jetzt darf natürlich ich? Drauf an, nee, wer jetzt den Film jetzt schon gesehen hat. Aber ich finde auch, dass die Komik in meinem Film durchaus vorkommt, aber eine ganz andere Karte spielt. Sie entdeckt ja auch ihren Humor. Ja, sie entdeckt vielleicht auch ihren Humor, aber ich finde, sie wirkt... Komik hat so eine Aufgabe der Entlastung, also in meinem Film an ein paar Stellen. Und das erinnert mich, oder warum, es war ganz intuitiv, dass ich das so geschrieben hatte, aber ich habe mal, als ich so das erste Mal mit einem Jungen mich geküsst habe und man so rumlag auf irgendeiner Party und sich so geküsst hat und so weiter, musste ich immer lachen. Und der hat gesagt, immer wenn du jetzt lachst, müssen wir immer wieder von vorne anfangen. Und da habe ich so lange drüber danach nachgedacht, was der wohl meint und warum, was es zu bedeuten hat. Aber das stimmt natürlich, wenn du, wenn zwei Sachen daran stimmten. Einmal, wenn es in so einen Sog von Anbetung gehen soll oder so und man lacht, dann fällt man da immer wieder raus. Ja. Und wenn man aber auch mit jemandem einfach nicht in diesen Sog kommt, dann ist das Lachen auch so ein Ausweg. Geh mal da raus. Und dann ja, genau. Also und ich fand auch, dass der Humor dieser Figur eben hilft, die Sachen zu verstehen, die da gerade passieren. Teilweise auch so ein bisschen Zeit gewinnen, aber auch den Abstand immer wieder herzustellen. Also in allen Dialogszenen, vor allem mit dem Georg Friedrich, also zwischen Anja und Boris, finde ich durchaus, dass die Komik eine Rolle spielt, eine wichtige. Ich
fühle mich jetzt richtig schlecht. Ich habe aber gar nicht, nee, wollen wir jetzt auch gar nicht weiter darüber reden, weil ich habe diese Art von Entlastung in deinem Film nicht gebraucht, also wo du gerade davon sprichst. Vielleicht ist das der Punkt, weil mich wirklich diese Geschichte zwischen der Frau und dem Wolf und diese Faszination für diesen Wolf und das Leben und der Versuch, dieses Leben mit dem Wolf hinzukriegen, so fasziniert hatte, weißt du, wir haben ja sehr früh mal drüber gesprochen, über die Idee, da habe ich sofort gesagt, das ist eine Geschichte, die will ich sehen, da wusste ich auch nicht so genau warum. Ich finde, dass der Film auch ein sehr großes utopisches Potenzial hat. Das ist zum Beispiel für mich, oder visionäres Potenzial, das ist für mich das Faszinierende an dem Film, weil er einfach was ganz anderes erzählt und das mit einer Empathie für die Figuren, mit einer Zärtlichkeit, die ich einfach für mich das wesentliche Element dieses Films, dabei kann ich auch lächeln. Aber vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Du hast vorhin nur erzählt, der Impuls für den Film war dieser Traum. Ökonomisch hast du gerade gesagt? Nee, ökonomisch nicht. Ich glaube, der Impuls für diesen Film war der Traum. Also der einfach der für die Geschichte. Aber du hast doch gerade gesagt, was der Film für dich vor allem auch war vor dem letzten. Da hast du irgendein Wort benutzt, das habe ich nicht. Utopisch. Ich habe auch ökonomisch verstanden. Ja, das. Das ist jetzt mein neuer Job. Ökonomisch hätte ich jetzt was sagen können. Zu ökonomisch hättest du was sagen können, zu utopisch nicht. Ja, dann habe ich deinen Film wirklich falsch verstanden. Nein, tut mir sehr so leid. Quatsch. Utopisch. Also ja, utopisch ist auf jeden Fall, dass man Schuss gegen Schuss hat und eine Frau sich mit einem Wolf unterhält. Das hatte ich vorher auch nicht. Das hat mir sicherlich auch Spaß gemacht, einfach mal einen neuen Vorschlag zu machen für eine Liebe, die es geben kann. Oder dass man sich nicht so darauf konzentriert. Das war eigentlich der Grund dafür, glaube ich, hauptsächlich im Nachhinein. Was der Mann und die Frau, was die voneinander wollen und was die so spiegeln und was man dann darauf zu antworten hat, wenn dir dein Gegenüber das und das spiegelt. Und bei Männern und Frauen ist es ja immer tausendmal erzählt worden, auf die ein oder andere Weise, und mir war eben besonders wichtig, mich auf die Frau zu konzentrieren, ohne dass ich jetzt einen Mann dann einfach nicht erzähle oder so, sondern ich wollte nicht erzählen, was der Mann in ihr spiegelt und was dann in ihr herauskommt, sondern ich wollte, dass sie ganz alleine und unabhängig ihre Identität findet, befreit von einem männlichen Blick oder dem, was ein Partner, ich bin ja auch ganz anders, wenn ich einem Mann gegenüberstehe, was dann ich alles zu bewerkstelligen habe, als wenn ich mir jetzt ein anderes Gegenüber suche, ein Alien oder ein Wolf oder was auch immer. Aber die ökonomische Frage finde ich eigentlich interessanter, weil schon das Thema des Films auch ist, wie wir leben und was von uns da eigentlich noch übrig ist in dem Leben, was wir leben und was die Gesellschaft und die wir uns gebastelt haben, was das mit uns macht und was man vermisst. Und dieses ganze Sicherheitsdenken, also angefangen von nicht mehr rauchen und gesund essen bis zu... Ich weiß, als ich das Buch verschickt habe am Anfang, dass die Leute auch gesagt haben, ich weiß gar nicht, was ich mir für sie wünschen soll. Ihre ganze Wohnung geht kaputt und alles verliert sie und so weiter. Und ich so dachte, ja, das muss ja sein. Genau, das muss ja sein, damit sie irgendwie da zu sich kommen kann. Aber sagen ja, dieses Sicherheitsdenken, dass man das mal überdenkt, was uns das eigentlich bringt. Das, was wir uns da hingebaut haben, was so wichtig ist. Und gibt es nicht noch ein paar andere Sachen? Gut, das ist auch philosophisch, nicht nur ökonomisch. Aber eigentlich gar nicht so. Gut. Maren, das war gut. Das ist aber, nee, das lassen wir jetzt nicht als Schlusswort stehen. Anne-Sora, bei dir gibt es den Mann. Und das ist eine ganz wichtige Figur auch. Der Mann, der diese Geschichte mitgeht und erstmal in die eine Richtung mitträgt und dann die andere Richtung vielleicht nicht so ganz mitträgt. Wie haben sich diese beiden Figuren
entwickelt? Oder wie hast du sie entwickelt und dann, dann die Darsteller? Klar, das ist sehr intensiv. Wir haben das Kind zusammen. Ja. Das war natürlich, also wir haben auf jeden Fall überlegt, wer wird die Hauptfigur in dem Film. Natürlich. Und auch, wer von, also in der Realität ist es so, dass es statistisch gesehen so ist, es so, dass wenn jemand das Kind als erstes nicht haben will, ist es meistens statistisch gesehen der Mann. Und das war aber, wollten wir umdrehen, wir wollten es andersrum machen. Wir wollten, dass er das unbedingt will und sie irgendwann Zweifel kriegt und das Gefühl hat, sie kann das irgendwie nicht. Das war dann auch relativ schnell klar. Und ja, dann haben wir angefangen zu einem Thema eigentlich Figuren zu entwickeln. Also es war erst das Thema da und dann haben wir angefangen, daraufhin eine Welt zu erschaffen und Figuren zu diesem Thema. Und wenn ich mir überlege, es war bei meinem ersten Film auch so. Es war erst das Thema da und dann kamen die Figuren. Damit haben wir jetzt nur die Konstellation. Damit haben wir noch nicht das, was sie tun und denken und weshalb sie so miteinander agieren, wie sie es tun im Film. Das war meine Frage eigentlich. Also weil das ja wirklich ein spannender Konflikt auch wird und die männliche Figur wirklich eine, ich finde, ein bisschen anders ist, als man das aus solchen Konstellationen sonst kennt. Ja. Deswegen würde mich interessieren, wie du das. Und du willst wissen, warum das so ist. Also, ja, warum, das ist warum, beim Schreiben entsteht das so. Da denkt man mal in die Richtung und dann denkt man in die Richtung und irgendwann entscheidet man sich für etwas und das gibt es gar keinen, oder für mich ist es zumindest, bei mir ist es zumindest so, dass es gar kein, oft nicht logisch ist, sondern ich mache es nach dem Gefühl. Ich mache es so, wie ich es spüre und wie ich denke, so ist es für mich, fühlt sich das jetzt richtig an in dem Moment. Und es kann manchmal sogar sein, dass ich danach dann nochmal angucke und denke, so, hättest du es mal anders gemacht. Also das bleibt ja nicht für immer so. Aber du gibst den Figuren ja Geschichten. Das machst du ja dazu. Der Mann ist ja so, wie er ist, weil du ihm die Geschichte auch gegeben hast. Oder du gibst ihm die Geschichte, weil der Mann so sein soll. Es kommt ja nicht nur von selbst. Ich frage jetzt nur noch einmal nach. Und dann ja, aber ich weiß nicht genau, was deine Frage ist. Dann kann weil natürlich gibt es Figuren und es gibt eine Backstory, es gibt eine Geschichte, wo der herkommt. Bei ihr ist es auch so. Und ich habe das hin und her gewürfelt und habe eben irgendwann entschieden, dass er derjenige ist, der das Gefühl hat, er möchte dieses Kind unbedingt, egal was kommt und egal wie viele Widerstände entstehen, er möchte das noch mehr. Und trotzdem weiß er irgendwann, wenn meine Frau sich dagegen entscheidet, dann muss ich da sein und muss irgendwie bei ihr sein, auch wenn ich nicht der Meinung bin. Und es war im Drehbuch sogar so, ich habe sogar so gedreht, dass dieses Paar sich am Ende trennt. Und habe es aber nicht, habe mich entschieden, das nicht reinzuschneiden in diesen Film. Bei euch habe ich das vorhin anders verstanden, sowohl bei dir, Simon, als auch bei dir, Maren, dass es nicht das Thema zuerst da war, sondern eher tatsächlich die Figuren. Also du hast davon gesprochen, dass du eine Familiengeschichte erzählen wolltest und dass das Thema sozusagen kam. Ja, also das in dem Fall war es tatsächlich so, dass die, wobei ich glaube, die Grenzen in einer Skriptentwicklung fließen auch irgendwann los. Ja. Und ich denke, was du auch gesagt hast, mit wann hat man oder wieso trifft man Entscheidungen? Ich glaube, die meisten Entscheidungen, die man trifft, hoffentlich bei einem guten Skript, sind intuitiv und werden letztlich auch vom Skript getroffen. Wenn man eben arbeitet an einer Idee, an Figuren, dann gibt es irgendwann hoffentlich, viel zu oft kommt dieser Moment nicht, aber es gibt auch oft dann die Idee, dass das Skript dir sagt, so, das ist die Richtung. Sie sagt dir, wo die Kraft liegt. Das Skript sagt dir, wo die Kraft liegt. Und dann gehst du halt damit mit. Und dann ist es immer noch anstrengend genug, es irgendwie hinzukriegen. Aber ich glaube, dass man diese entscheidenden Entscheidungen über den Charakter, in welche Richtung geht man durch Beschäftigung mit dem Stoff, letztlich gibt es den Moment, wo das Skript zurückspricht. So ist es jedenfalls bei mir, wo ich das Gefühl habe, jetzt weiß ich, wie der spricht. Und es spricht auch jetzt mit mir. So, das ist vielleicht leicht schizophren. Die Situation dann. Aber ansonsten ist es bei mir zumindest so, dass ich immer von den Figuren ausgehe, weil ich auch nicht, ich habe zum Beispiel nicht das Gefühl gehabt, oh, ich muss einen Film über Flüchtlinge machen. Ja, also in dem Fall war das ja gar nicht so, sondern tatsächlich, es war dann einfach eine Idee, wo ich dann aber gesehen habe, dass durch diese Idee die Figuren maximal in ihren Eigenheiten und Befindlichkeiten gezeigt werden können und auch aufs Spiel gesetzt werden können. Und deswegen wird dann das Thema auch natürlich etwas, was sich
die Figuren und die Themen, die sich, was sich immer mehr bedingt, glaube ich. Ja. Das ist ja bei dir auch so, du hast ja auch nicht vorgenommen, ich mache einen Film über die Globalisierung und was du so auf Familien, was es für eine Wirkung auf Familien hat, sondern sozusagen wie, wie es kommt aus der, das kommt aus der Familie und geht dann in die Geschichte, in die Welt. Ach, ich finde das, also ich finde so wirklich diesen das wird man ganz oft gefragt, ja, wie fing das an und woher kommen die Geschichten? So, das ist die Leute unheimlich auch, schwer zu rekonstruieren auch so ein bisschen, weil manche Sachen schleppt man wirklich doch schon sehr lange irgendwie mit sich rum oder über die hat man wirklich lange nachgedacht oder auch in abgewandelter Form vielleicht in seinen Filmen vorher schon auch behandelt. Manche Sachen, ja, auch jetzt rückwirkend, wenn ich, also mich hat, also was ich noch weiß, ist, dass ich wirklich auch ein Thema mal recherchieren wollte und mich wirklich für diese Geschäftswelt so interessiert hatte und gedacht habe, ja, ich gucke da mal und ich schaue mal, ob das ein Beruf für die Figur sein kann. Also ich finde das eigentlich so. Und das war eine große, und ich wusste, ich wollte auch nicht in Deutschland reden, also ich, die Geschichte hat im Ausland gespielt, so, und da ja, war eine große, war immer wieder viel Recherche halt mit verbunden, bin immer wieder nach Rumänien gefahren, habe dann wieder geschrieben. Ja, trotzdem ist es so ein Wühlen irgendwo, man fängt da dann so ein Loch zu graben und grabt dann so vor sich hin da in irgendeine Richtung und komischerweise ist es dann auch wirklich so, dass man sowieso alles, das kennt ihr vielleicht auch, dass man wie so alles dann durch diese eine Brille sieht, also es ist dann auch so wie für mich fast schon auch wie so ein, wenn die dann erst, das ist, finde ich, auch so schwierig, wenn man mit einem Film fertig ist, wenn diese Brille dann erstmal weg ist, dann ist man so, ja, okay, also so, man hat so vorher, ja, auch was mich interessiert hat, hat sich alles so durch diesen Film so, so gelenkt, so, so ein bisschen durch das Thema. Und, das ist furchtbar eigentlich, wenn es erstmal... Der Auftrag ist weg sozusagen, oder obwohl ich jetzt gar nicht sagen kann, dass ich jetzt so in eine Richtung dann so vorgehe oder so, sondern ich finde das wirklich auch, ich finde auch Schreiben ist sowas, dann sitzt man da alleine und ich finde wirklich das Schwierigste ist, dass man sich eigentlich auch selbst erstmal nicht zensiert, dass man sich nicht selber nicht blöd findet, was man aufschreibt, weil wenn man das in dem Moment liest, wenn es nachher den Film gibt und man schaut dann nochmal in die Unterlagen, hat man ja den Film gemacht, aber wenn man das pur sich nur anguckt, ist das wirklich wie so ein Kinderkram teilweise und das dann irgendwie da dann so dran zu bleiben an so... einzelnen Sachen. Am besten sind so iPhone-Notizen, finde ich. Ja, ist ganz schlimm. Von Ideen. Die sind so peinlich. Die müsste man eigentlich mal... Versteht man auch gar nicht mehr nachher. Die sind so wirr und überheblich. Also, an sich lustig. Ja, aber nachher erkennst du dann, wenn du reingucken würdest, du deinen Film dann wieder erkennen. Wahrscheinlich. Naja. Nee? Oder du würdest was, nicht den Film, aber du würdest wissen, das habe ich deshalb oder habe ich das... schon, stimmt, aber... Lustig, die sind auf jeden Fall lustig und an nichts im Vergleich zu den Qualen, die man dann auch manchmal durchlebt, wenn man es entwickelt oder so. Ja. Aber, aber wie viel Beistand braucht man denn? Also wann ist der Moment da, wo du sagst, das nützt jetzt auch gar nicht, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich es beurteilen soll, ab wann spiegelst du es mit jemandem, mit wem? Also oder ist es auch ein laufender Prozess, oder sagst du irgendwann, ich brauche eine Zeit für mich alleine, wo ich wirklich... mich erstmal gar nicht austausche, sondern da was ausbrüten muss. Ach, ich tausche mich ein, also klar gibt es beim Drehbuch, wenn man dann wirklich schon ein Drehbuch hat oder so, dann will man halt auch da eine Fassung zu lesen rausgeben. Ne? Mal ganz kurz. Ja, eine Fassung rausgeben, wo man dann gerade auch das Bedürfnis hat von Rückmeldung oder so. Aber an sich erzähle ich eigentlich, also so mit Janine und Jonas, meinen beiden Produzenten, ich erzähle auch öfter, einfach länger oder so. Das finde ich eigentlich auch immer ganz gut, weil durch das Erzählen selber man einfach auch schon sowieso mitkürzt, mitstreicht oder so. Ja, du lernst und es zu erzählen. Wirklich, du lernst, was du erzählen möchtest, finde ich auch. Also ich meine, es gibt aber auch andere Drehbuchautoren, die ich kenne, die sind wahnsinnig, die können das so nicht. Die müssen es wirklich erstmal ganz bei sich halten. Das glaube ich, es liegt auch daran, was für ein Vertrauensverhältnis hat man zu welchen Partnern in dieser Phase, mit denen man auch Erfahrung hat, vielleicht, wo sie gut sind, sein können. Aber ich bin jemand, der viel zu viel erzählt und jedem eigentlich zu viel erzählt. Deswegen, dann, wo ich dann auch immer Panik habe, oh Gott, habe ich jetzt vielleicht diese Idee, diesen Typen, wer war dieser Typ nochmal, dem ich diese Idee... Gott, das muss man dem Produzenten auch sagen, was, wem hast du das erzählt? Aber es hilft mir wahnsinnig tatsächlich, weil ich dann merke, während dem Erzählen,
wie strukturiere ich das, was ich jetzt gerade versuche zu erzählen? Das kennt jeder auch aus seinem eigenen Leben. Man erzählt manche Geschichten öfter und wahrscheinlich, man wird Immer besser. Ja, die werden besser. Deswegen finde ich das eigentlich einen sehr wichtigen Prozess auch zu erzählen, Menschen, denen man vertrauen kann. Also jetzt vielleicht nicht allen Leuten, die man im Fahrstuhl kennenlernt, so wie ich das mache. Ja, ich finde auch nicht nur die Zustimmung, die man da erfährt oder so wichtig, sondern auch den Widerstand. Also auch Leute, die dir dann zusammenfassen, was du ihnen da angeblich geschickt hast oder so, was das sein soll, wo man so denkt, ja, genau das ist es nämlich nicht. Und mit dir werde ich es sicher nicht machen. Also oder da muss ich noch genauer werden, weil genau das darf nicht passieren und so. Da darf ich nicht falsch verstanden werden. Und damit schleift man auch mein Material. Aber es ist doch interessant, dass ihr alle selber schreibt und auch immer eure Sachen selber geschrieben habt, oder? Ich habe das zusammengeschrieben mit Karl Gerber, mit einem Drehbuchautor, der auch ein bisschen mehr schreibt. Also in dem Prozess hat der mehr geschrieben als ich. Ist das jemand, den du von der Hochschule kennst? Ja, ja. Und ich bin jemand, der das ewig in einem Bilder-Treatment hält. Also die dürfen ewig nicht reden, die Figuren. Die dürfen ganz lange nichts sagen, weil ich das immer das Gefühl habe, sonst kann ich das nicht mehr überblicken. Wie habe ich mir das zu erklären? Wir reden die sofort. Ja. Aber das finde ich jetzt wirklich interessant. Ich meine, also das finde ich jetzt wirklich spannend an die Geschichte, die du alleine Bilder, die man für dich länger behält und dann irgendwann mit Dialog füllst. Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Deswegen. Genau, das steht dann zum Beispiel, die sprechen über das und das. Aber wie genau, sage ich noch nicht. Sondern ich will die insgesamte Struktur mir angucken, eine ganze Weile. Und kann die Probleme in der Struktur auch besser erkennen, wenn die noch nicht reden. Sobald die reden, gewöhne ich mich so an die Figur. Schreibst du indirekte Rede dann? Also ja, irgendwann kommt das dazu. Ja, das kommt, muss irgendwann dazu kommen. Manchmal, sonst kannst du ja nicht. Also siehst, es gibt, das ist interessant, es gibt kein, leider nicht dieses eine System, was man so lernen kann und dann funktioniert irgendwie alles. Ja. Also zum Beispiel für mich ist es wirklich so, wenn ich lerne die Figuren nur dadurch kennen, indem ich versuche, ihre Sprache zu finden. Für mich. Du hörst ihn sozusagen zu. Ja, ich höre ihnen zu so und denke mir, das ist jetzt, ja, das ist die Figur und durch die Figuren komme ich eigentlich auch auf die Strukturen geschichtlich. Ja. Aber es ist tatsächlich, ich schreibe auch keine Treatments. Es gibt Leute, die schreiben lange Treatments. Ich versuche relativ schnell szenisch zu arbeiten und dann während des Schreibens schreibe ich vielleicht währenddem noch ein Treatment, um die Dramaturgie hinzubekommen. Du machst das Bild. Das ist ja auch der klassische. Ja, natürlich. Ja. Bei alle anderen habe ich auch einfach, weil ich wusste, die Idee war so ein bisschen ein Paar im Urlaub, das redet, habe ich direkt das Drehbuch einmal durchgeschrieben. Das habe ich also so einfach nur Dialog, fast nur Dialog. Es war eine Katastrophe dann, aber ich wusste irgendwie, was ich so machen will. Das habe ich dann erstmal wieder so weggepackt und habe dann wieder so von vorne angefangen, halt wirklich dann auch mehr so als Treatment dann wieder zu. Aber das war wirklich so wie so ein Befreiungs. Also ich finde, man darf wirklich nicht. Wirklich, es hängt doch wirklich eigentlich auch von der Geschichte ab. Bei Wild habe ich ja, also dem Wolf und ihr, kaum Text gehabt. Klar. Und musste sehr viel beschreiben, was in den Wolf vorgeht. Gar nicht als Witz gemeint, sondern was zwischen denen da abläuft. Und dadurch war das so eine Narration über viele Seiten lang, wo ich auch oft gemerkt habe, die haben es gar nicht gelesen. Die Leute auch mit denen, also auch am Set, dann ist mir manchmal aufgefallen, das habt ihr ja gar nicht kapiert, die legt sich jetzt hin, damit sie ihm signalisiert, dass sie sich unterwirft. Das ist sozusagen Handlung. Also es ist jetzt nicht, ich beschreibe blumig, weil ich so finde, dass ich so toll schreibe oder so, sondern das waren da lauter kleine Stationen, die man dann inszenieren musste und zusammen mit allen, die dabei waren. Ja, mit wem war das dann? Ich meine, das war das, gut, das ist natürlich eine andere, wenn du ja, mit dem Tiertrainer, mit der Schauspielerin, mit dem Kameramann. Ja. Und dann, wie anstrengend, oder nicht, wie ich sagen anstrengend, ich finde es einfach nur spannend, wie spannend oder gefährlich war es eigentlich, mit Frau und Tier zu arbeiten. Ja, das ist ein ganz wichtiger Teil in dem Film, deswegen, weil ich ja so lange niemanden gefunden habe, der den Film produzieren will, weil, glaube ich, alle dachten, das geht ja nicht. Und dann, ich hatte eben von diesem Tiertrainer gehört und eigentlich die erste professionelle Zusammenkunft, die ich mit meiner Produzentin hatte, war, ich bin mit ihr nach Ungarn zu diesem Tiertrainer geflogen, auch noch damals auf eigene Kosten,
Es war noch vor dem, okay, wir machen es sozusagen. Und hatte dem das schon geschickt, habe mit ihm auch schon kommuniziert darüber. Woher wusstest du von ihm? Von dem hatte mir Katja von Garnier, die Regisseurin von Bandits, erzählt, oder mittlerweile auch von anderen Filmen, Ostwind, aber daher kannte ich sie. Klar. Und die hatte in Amerika so einen Werwolf-Vampir-Liebesfilm mit dem gedreht. Und da hatte ich ihm so ein paar Aufnahmen angeguckt, was der mit Wölfen machen kann. Und naja, zu dem sind wir dann hingefahren und haben wirklich aufgeschlüsselt, was in diesen Szenen passiert, was ich mir vorstelle. Ich musste das alles vorher zeichnen. Und wie man das herstellen kann. Also richtig Schritt für Schritt. Wie lange dauert es? Wie viel Zeit kann man am Tag mit dem Wolf drehen? Was kostet das? Sodass wir richtig kalkulieren konnten und dieses Risiko irgendwie technisch zumindest eingrenzen konnten. Und von da ab haben dann alle, was den Film betrifft, nur noch über diesen technischen Aspekt geredet und sich daran auch so ein bisschen festgehalten, weil die ganze Lust und die Sehnsucht und die Sexualität und die Mann- und Frau-Sachen, die so komplizierter waren, wo man so schlecht auch seinen Finger drauflegen konnte, die waren dann so aus dem Diskurs, also die waren raus und ich konnte mich in Ruhe mit denen beschäftigen, während alle anderen über, okay, also der Wolf braucht jetzt ein großes Stück Fleisch, genau, und da haben die sich so dran festgehalten und ich habe, eigentlich war der Dreh dann immer mit den Szenen mit dem Wolf, also es war alles gestoryboardet bis ins kleinste Detail zum Kummer des Kameramanns, der immer so gerne frei seine Bilder findet, aber in dem Fall geht das nicht anders, weil die Position und wo das Fleisch versteckt ist, was ihn motiviert, da und dahin zu gehen, müssen ja genau abgesprochen sein, aber es war dann immer nur der Kameramann, sein Assistent, Lilith Stangenberg, der Wolf, der Tiertrainer und ich. Und ich habe immer auf Lilith eingeredet in den Szenen und der Tiertrainer, genau, immer auf den Wolf. Nee, weil ich musste ihr sagen, wo der ist. Der Wolfstrainer musste immer die Körpersprache des Wolfs lesen und ihn entweder beruhigen oder locken. Und das war natürlich gefährlich. Diese Gefahr, mit einem wilden Tier zu drehen, wissen wir seit Siegfried und Roy. Egal, wie gut man es macht und wie lange, es kann immer was passieren. Ja, klar. Aber es ist glücklicherweise nichts passiert. Und wie ist Lilith damit umgegangen? Ja, die mit hat, der Angst, meine ich. Ja, sie hat irgendwann, sie hat das so beschrieben, dass sie irgendwann gespürt hat, dass sie, wenn sie verkrampft ist oder mit ihrem Spiel und ihren Requisiten irgendwie zu viel vorhat, dass der Wolf nicht an ihr dranbleibt. Der verliert sein Vertrauen und auch sein Interesse. Und sie musste sich sehr auf ihn einlassen und auf seine Bewegung und was er nun tatsächlich macht von dem, was wir uns gewünscht haben, was vielleicht passiert. Und wirklich anfangen, mit ihm zu spielen. Also eigentlich das, was man auch immer auf der Schauspielschule gesagt bekommt, du musst deinem Gegenüber zuhören und reagieren, was wirklich passiert. Und es war ja ihr erster Film in einer Hauptrolle und sie hat das so richtig volle Kanne erlebt, was es bedeutet, weil sie einen sehr authentischen Partner hatte. Und, aber sie hat eben ihn als ihren Liebhaber gesehen und sich da auch sehr reingesteigert und hat die Angst gegen Ende komplett verloren, also völlig distanzlos. Wir mussten eher auf sie aufpassen. Ach so, okay. Ich möchte auch gerne Fragen von euch zulassen, wenn es welche gibt. Ich gebe dafür die Gelegenheit. Gibt es eine? Habt ihr ein Mikro hier? Ja? Klar, Mikro? Oder müssen wir runtergehen? Hallo, guten Tag, mein Name ist Michael und ich habe eine Frage an die Frau Maren Ade. Und zwar wollte ich gerne wissen, wie Sie auf diese Figur dieses Toni Erdmann gekommen sind. Weil mir hat der Film sehr gefallen, ich habe ihn ja gesehen. Und, Toni Erdmann oder der Vater? Also genau, diese Gegensätze. Also der das eine ist ich. Ja nur genau. einer. Genau. Habe ich auch schon oft gesagt, mein Vater hat wirklich einen ähnlichen Humor, kann man mal sagen, beziehungsweise er hat wirklich eine Zeit lang mit falschen Zähnen hantiert, sag ich mal. Ich habe irgendwann mal in München, als ich studiert habe, war ich so,
ja, so Volunteer auf, so eine, auf der Premiere von Austin Powers. Und da haben die als Giveaway haben die diese falschen Zähne verschenkt. Und ich habe die dann wiederum meinem Vater geschenkt. Und weil ich dachte, er kann die wahrscheinlich gebrauchen. Und die standen ihm unheimlich gut. Also diese Verwandlung war gar nicht so eklatant, sondern er war halt einfach nur ein bisschen anders und ein bisschen schräger. Und ja, und es wurde dann so ein bisschen so ein Running Gag, dass er halt manchmal die so ganz schnell so reingemacht hat. Und ja, das hat mich so, also er hat nie jetzt sowas gemacht wie diese Komplettverwandlung von Toni Erdmann. Und ja, so dieses Moment hat dann auch irgendwie wiederum zusammengepasst mit diesem Andy Kaufman oder überhaupt mit dieser, mich hat es irgendwie interessiert, dieser Wunsch seiner eigentlichen Form da zu entkommen. Und ja, und auch, ja, und ich habe auch gemerkt, dass es natürlich auch Kommunikation total verändert, auch wenn es immer nur dann für ein paar Sekunden war oder so, das war schon so für die Figur. Also, ja, man hat ja auch nur eine Familie. Das ist leider schwer. Also, wenn man bei so einem Film, wenn man so über eine Beziehung oder über ein Paar schreibt, hat man vielleicht ja mehrere Beziehungen gehabt, aber man kann da so ein bisschen durchmischen. Aber bei der Familie habe ich gemerkt, es ist schon, es fiel mir wirklich, es ist nicht meine Familie, es ist auch nicht autobiografisch oder so. Also ich finde es auch gar nicht interessant, diese Idee von, dass irgendwas mehr wert ist oder so, weil es jetzt autobiografisch ist. Es ist letztlich viel, viel persönlicher als autobiografisch, so ein Film. Aber genau, aber ja, so, bitte. Ich finde, klar wird dir die Frage sehr viel gestellt, aber ich verstehe sie wirklich auch, weil du natürlich dich da fragst, wie kommst du drauf, wo kommt diese Figur her? Natürlich denkt jeder darüber nach, hat vielleicht so jemand getroffen oder ist in der Familie. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber es hat wirklich eine unglaubliche Wirkung entwickelt. Und weil du sagst, das fand ich jetzt interessant, die Möglichkeiten der Veränderung, der äußeren Veränderung, also nach außen der Veränderung, ja. Das spiegelt sich ja im Grunde in der Nacktszene dann in die andere Richtung. Im Grunde macht sie ja das Gleiche wie er dann. Ja, also genau, sie versucht, es ist ihr, sie hat vorher auch schon so ein paar Toni-Erdmann-Momente, aber es ist ihre Version quasi. Genau, und sie macht es genau eigentlich umgekehrt, also sie verwandelt sich gar nicht mehr, sondern kommt komplett auf... Aber sie hält auch sich selbst nicht aus. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr geht es ja nicht so besonders gut jetzt in dem Moment oder so. Also sie geht ihm aber auch nicht gut, wenn er Toni Erdmann ist. Wenn er Toni Erdmann. Ja, wobei ganz am Anfang hat er schon noch Hoffnung. Er hat, glaube ich, ja, ein bisschen Spaß hat er schon. Ja, es ist mutig, ne? Ja. Und mutig, klar, mutig ist auch was. Anstrengendes. Was ist denn jetzt? Ja, das ist Hallo, mein Name ist Fabian. Jetzt mehr vielleicht wahrscheinlich generell in die Runde. Ich kam aber jetzt gerade durch Herrn Verhoeven drauf. Wie sehr hat man denn generell Spaß, dass man immer so eigene Erlebnisse aus der Vergangenheit irgendwie so ein bisschen mit unterbringt? Wie jetzt Beispiel mit der Maus, mit dem Vater, der eher so ein bisschen kühler und distanziert dem Ganzen gegenübersteht und die Mutter rettet das eher, oder wie jetzt die Austin Powers, ne, Zähne, wie sehr kann man, oder gibt es auch Projekte, wo man komplett gar nichts von sich selbst oder von seiner Vergangenheit so mit reinlegen will? Also vielleicht, oder wie sich das... Also wenn man, ich glaube, was du hast gerade gesagt, es ist eher persönlich als biografisch und das ist, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht, auch wie es sich für mich anfühlt. Ich habe noch nie 1:1 eine Geschichte, die ich erlebt habe, in irgendeinem Film verwendet. Noch nie. Na gut, okay, vielleicht also ich habe mal einen Monolog über eine Geschichte, doch den hatte ich drin, aber sonst ist es tatsächlich etwas, was ich auch, und du sagst, man schleppt das über Jahre mit sich mit, ja. Bei mir sind auch manchmal in Drehbüchern tauchen dann Dinge auf, wo ich mir denke plötzlich, Moment mal, das hast du doch schon vor 10 Jahren versucht, eigentlich irgendwie in einer verwandelten Form irgendwie. Jetzt passt es aber plötzlich vielleicht hier besser rein. Für mich ist es entscheidend, dass es wirklich was zu tun hat mit deinem Leben. Nicht, dass es biografisch ist exakt, aber dass zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel für meinen Film Männerherzen. Mein Film Männerherzen, der mich wirklich, also der mich erlöst hat von einem 7-jährigen
ja, nicht Filme machen können und auch nicht mehr daran glauben, so richtig, dass ich nochmal einen Film machen werde, ist so entstanden, dass ich tatsächlich in einem dämlichen Fitnessstudio war und auf dem Laufband stand und mir plötzlich dieser Situation gewahr wurde, dass es seltsam ist. Dass neben mir Leute, Männer in Käfigen, Bewegungen machen. Ja? Und der eine ist ganz aufgeregt und irgendwie lässt was raus und der andere ist so ein bisschen schüchtern mit dem Stirnband. Und dann dachte ich mir plötzlich, okay, da ist, also das war sozusagen, ja, also da habe ich Figuren beobachtet und da habe ich mir gedacht, okay, das ist vielleicht ein Thema. Das war aber dann nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und drei Monate später hatte ich ein Skript, sondern es war vielleicht nochmal zwei Jahre später, als ich überhaupt eine Fassung hatte. Aber ich meine bloß, ich finde es wichtig, dass man halt eben versucht, wachsam die Realität zu erleben, in der man sich befindet. Und für das Wunder und das Seltsame dieser Existenz dauernd offen zu sein und zu sehen, was passiert mir und berührt mich das oder ein Traum, wie du vorher gesagt hast. Also ist mir leider noch nicht passiert. Ich würde wahnsinnig gerne mal aus einem Traum auf einen Film kommen, aber es auf eine gewisse Art und Weise ist es dieses ja doch auch Unbewusste, was in einem dann arbeitet. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man versucht, dem zu vertrauen und diesen Spuren zu folgen, die einem das vielleicht legt. Ja? Also so richtig autobiografisch 1:1 dazu ist, also meine Mutter ist nicht die Frau Hartmann, kann aber eine Frau Hartmann sehr gut nachmachen. Ich bin so aufgewachsen, dass meine Mutter, auch wenn ich vom Einkaufen kam, abends irgendwelche Leute nachgemacht hat, die sie im Supermarkt, und zwar nett, ja, weil sie Menschen liebt, oder meine, kommt vom Sprechstunde, wie heißt das, Elternabend, ja. Dann hat sie alle Lehrer nachgemacht bei uns zu Hause. Deswegen, das heißt, dann habe ich mir gedacht, ah, so eine Lehrerin, das wäre vielleicht interessant. Aber nicht, weil sie, also ich glaube nicht, dass ich den Film geschrieben hätte, wenn ich jetzt der Sohn von Frau Hartmann gewesen wäre, sozusagen. Aber es sind eben, es passieren einem eben uns allen ja Dinge im Leben, die wir interessant finden, die uns beschäftigen und die kann man dann auf andere Form vielleicht in sein Schreiben wieder reinbringen. Und wenn man das nicht tut, kann es sein, dass man ein Drehbuch von wem anderen bekommt, ja auch mal, wo der das getan hat, da muss man es eben beim Inszenieren mit reinbringen. Ja. Hier hinten ist auch noch ein Mikro in der Hand. Kurze, schöne Grüße aus der letzten Reihe. Kann ich leider nicht sehen. Kein Problem. Hallo, schöne Grüße aus der letzten Reihe. Hallo. Genau, ich wollte noch kurz fragen, wir haben jetzt ganz viel über Komik vor der Kamera geredet und in der Geschichte. Wie viel Komik braucht es denn mal eigentlich hinter der Kamera, um möglichst viel Komik oder Tragik halt in der Geschichte drin zu haben? Also am Set. Also, ich finde, dass das eine interessante Frage, weil ich habe wirklich festgestellt, dass es das Gefährlichste ist, wenn man es wirklich richtig zu lustig findet am Drehort. Weil man wirklich danach, ich war schon so oft dann enttäuscht und das habe ich relativ schnell auch beim Proben so gemerkt, dass man da wirklich aufpassen muss und sich halt wirklich eigentlich auch, dass es ja eben auch, wie sagt es ja immer, es ist harte Arbeit, Komödie und so zu machen, aber ja, das ist dann nachher doch wirklich, also so der klassische, wir finden, so der Insider-Witz oder so, dass da muss man aufpassen, also wenn man jetzt so, und ich habe irgendwie, ja, wie sag mal, ja. Bei Filmen, das fällt mir ganz oft auf, wenn ich Filme sehe, wenn ich das Gefühl habe, na, die waren sich ja alle schön einig, dass es ganz lustig ist, dass es voll buddymäßig ist oder dass es so ernst ist oder so. Also wenn man merkt, dass die Geste, die der Film hat, eben so eine Einigkeit ist, dann ist das auch so eine Geschlossenheit, wo man als Zuschauer dann manchmal nicht reinkommt. So, das ist ein ganz komisches Gesetz. Ja, auch beim Spielen, also das finde ich zum Beispiel auch für den Schauspieler, ich finde wirklich, das war wirklich was, wo ich immer so dolle drauf geachtet habe oder schon immer drauf achte, dass da keine, also zum Beispiel, wenn jetzt der Chef nackt vor der Tür steht, das muss so existenziell wie möglich sein, es darf gar kein Bewusstsein noch da sein, dass ich in einem eventuell lustigen Moment eines Films mich nachher befinden könnte oder so. Sobald das irgendwie nur gedacht wird, rutscht einem das so weg und man findet es auch nachher dann nicht mehr lustig. Und wie gesagt, bei mir war es beim Machen von Toni immer dann wirklich so, dass ich gedacht habe, es ist mir egal, ob es lustig ist nachher. Ich habe mich so auf darauf konzentriert, dass die Anlässe, die Impulse, das, was interagiert wurde, ja genau, dass das stimmt so. Und klar, und die Situationen waren dann am Ende lustig.
Aber du hast vorhin das Stichwort, das finde ich ganz interessant, jetzt gerade im Zusammenhang mit dem, was du erzählst, was du auch sagst, die Wirklichkeit muss stimmen. Die hast du ja mehrfach hergestellt. Du hast, glaube ich, viel gedruckt, oder? Oder hat das Proben? Ja, ich habe viel geprobt. Und auch große Rolle gespielt dabei. Und dann musst du ja immer wieder zu dem Punkt kommen, zu dem du gerade beschrieben hast. Na, ich probe schon so, dass ich versuche schon immer, dass es was offen bleibt. Also ein Proben ist für mich eher so eine Richtung zu finden, auch vor allem um wirklich, also bei den Proben versuche ich eigentlich, dass man auch wirklich Spaß hat und in alle möglichen Richtungen denkt. Also dass es mehr wie so ein Archiv ist, wo man hofft, also gerade die Proben, die weit vor Drehbeginn liegen oder weiter, also vom Dreh abgespaltet sind, dass man da wirklich einfach so sammelt in der Hoffnung, dass man nachher darauf zurückgreifen kann, auch dass man auch ganz einfach auch Zeit miteinander verbringt, sich kennenlernt. So, und da haben wir wirklich viel schrägere Sachen beim Proben gemacht, als nachher dann im Film sind oder so. Also einfach auch viel quatschigere, viel übertriebenere Sachen. Als zum Beispiel diesen Toni hat Peter so dick und so groß manchmal beim Proben gespielt, da sind wir wirklich unter dem Tisch gelegen vor Lachen. Aber das hätte im Film nicht funktioniert, weil weil im Film ist, er sollte ein echter Mensch sein, der was in der Realität versucht. Und da, das ist ja auch nachher das Abenteuer, auch das Abenteuer, bei dem man mitgeht. Und da war einfach dann das wieder nicht erlaubt, aber er konnte daraus dann ziehen oder konnte das dann eben abfedern. Ich glaube auch sehr daran, dass man manchmal halt einmal, oder dass es für Schauspieler oft hilft, wenn man sich nicht wohin kriecht, so an der Emotion oder an irgendwas ran, sondern dass man sie einmal groß gemacht hat, um sie dann eher zu reduzieren oder so. Also, aber das ist jetzt. Ich glaube auch, dass jeder, der mitmacht, also Kamera, aber auch Darsteller ganz wichtig, dass die immer ihre Widerstände benennen oder deutlich machen und dass sie immer versuchen, der Idee oder dem Material noch was entgegenzusetzen. Eben, dass diese Einigkeit, dieses Schulterklopfen oder so, das ist jetzt eine starke Szene, die wird jetzt super, das sind nie die man hinterher denkt, dass die gut geworden sind oder so. Das ist total spannend eigentlich, wenn man hinter der Kamera. Ja, ich wollte mal, also Kara ist mein Name, ich wollte gerne fragen, also Sie nehmen natürlich Material auch aus dem Persönlichen und Erlebten, aber haben Sie mal auch gedacht an Verfilmung von Romanen, also Sachen, die Sie nicht geschrieben haben, sondern andere? Ja, ich denke, klar, also man kriegt manche nicht so leicht, die man gerne verfilmen wollen würde, aber ich glaube, jeder wäre sehr dankbar, wenn er einen etwas liest und dann auch die Rechte bekommt dafür, ja, was er liebt. Die Brüder Löwenherz ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, das wollten sehr viele meiner Generation, sehr viele Jungs oder auch Mädchen wahrscheinlich verfilmen, sozusagen, also manche Astrid Lindgren-Stoffe sind zum Beispiel was man halt einfach nicht kriegt. Ja, also die Jagd nach den Stoffen ist, glaube ich, so professionalisiert mittlerweile, dass mir macht das dann manchmal gar keinen Spaß, weil ich weiß, die Rechte sind sehr oft vorab schon, liegen irgendwo und es ist schwierig, eigentlich Romane überhaupt zu bekommen, glaube ich. Ja. Und das auch noch, ja. Also bekommen im Sinne von, dass man dafür zahlen muss? Ja, naja, dass man Autor ist erlaubt. Der Autor ist erlaubt, dass die Rechte nicht schon vergeben sind. Sehr oft sind die großen amerikanischen Firmen haben schon vorab, bevor das Ding veröffentlicht wurde und du es irgendwo im Zug gelesen hast, denkst, oh Mann, das ist ja Wahnsinn. Ein halbes Jahr vorher sind die Rechte schon weg gewesen. Also das ist eine Thematik daran. Aber ich persönlich fände es toll, weil die Suche nach dem Stoff ist, glaube ich, also die Suche nach dem, was du vorher gesagt hast, was dein Leben dann ja auch so für 2-3 Jahre bestimmt und auch erfüllt und auch manchmal quält, aber eben dich im Griff hat. Diese Suche ist eben immer wieder das Entscheidende. Immer wieder etwas zu finden, wofür du morgens aufstehen möchtest sofort und sagst, das ist, was ich machen möchte, daran arbeite ich. Und wenn das dir weggezogen wird, ist es, ja, dann ist mir scheißegal, ob es ein Roman ist oder irgendjemand, du mir was erzählst, du eine gute Idee hast. Hauptsache, es ist was, wo das Herz dafür brennen kann, ja. Also ich habe schon so ein bisschen zwiespältiges Verhältnis zur Romanverfilmung, weil ich irgendwie... Ich habe selbst dann auch schon so, ich erinnere mich noch so, als ich
kleiner war oder als Kind, habe ich da mal, erinnere ich mich wirklich ganz stark an diesen Moment, wo ich die unendliche Geschichte im Kino gesehen habe. Ich war so enttäuscht, obwohl man ja allgemein sagen kann, das ist jetzt keine schlechte Verfilmung. Aber ich finde wirklich, ich habe da große Hemmungen sozusagen. Also wenn mir was gefällt, dann wirklich das so, oder ich finde das dann auch so eine, ja, jetzt bräuchten wir fertig hier. Also zum Beispiel Alexander Payne, also nur mal als Beispiel, ne? Election oder andere Filme, About Schmidt, sind alles Filme nach Romanen. Also das ist einfach so eine großartige Vorlage in der Beschreibung, dass sowas würde, es gibt es eben auch. Gute Romane. Ja, es gibt es schon, immer mal wieder gibt es eben diese Glücksfälle. Ja, so. Wenn halt nicht so viel Special Effects, vielleicht bei Unendlichen Geschichte, ich glaube, das ist natürlich dann auch nochmal... Ja, und ich glaube, es ist auch immer die Frage, wie nah man dran ist. Also wenn man das als Lesererlebnis noch so präsent hat, wird es schwieriger. Ich meine, ich glaube, es gibt überhaupt keinen einzigen Hitchcock-Film, der nicht auf einem Buch basiert. Und wenige davon waren halt dann wie Bestseller bekannt. Und es waren halt einfach Geschichten, die in seiner Art, Filme zu machen, Geschichten zu erzählen, halt passten. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Form. Da kann man natürlich auch nochmal anders suchen und möglicherweise auch eher fündig werden. Schwierig sind halt immer die großen... Bestseller, die halt, wo natürlich eine Menge Leute dran sind und die 50 Shades of Grey, ja, das wollte keiner von euch machen. Gibt's noch, da hinten gibt's, jetzt sehe ich auch sogar Arme da hinten. Also eine Frage aus der Sektion Schnitt, und zwar haben wir ja jetzt schon gehört, dass 24 Wochen da nochmal das Ende komplett geändert hat, und es gibt ja auch diesen Spruch, der Filmeditor ist der erste Zuschauer. Mich würde interessieren, also auch von den anderen Regisseuren, Autoren, nochmal ein einschneidendes Erlebnis aus der Schnittphase. Oder wenn ihr da noch ein bisschen was dazu erzählen könntet. Danke. Also ich habe wahnsinnig lange geschnitten. Ich hatte über 100 Stunden, 120 Stunden Material. Und ich liebe Schneiden. Ich finde, das ist das Beste. Also das ist irgendwie, weil man immer noch, man kann gestalten, es ist aber keiner mehr da, außer dem Cutter. Es ist schmerzhaft auch natürlich, weil ich meine, bei welchem Beruf gibt es, wo man wirklich seine Fehler alle aufgezeichnet noch einmal angucken muss? Und zwar über alles, was die letzten 3 Monate war, muss man immer noch mal durch. Und es ist so oft, dann hört man sich Danke sagen und denkt, fuck, der hat gerade so gut gespielt, bist du bescheuert? Oder warum hast du das gesagt oder dieses Ding? Also es ist wirklich brutal auch teilweise. Aber wenn man mal durch den Teil, dann... ja, dann macht es Spaß und es ist dann halt auch so, ja, wie es dann halt ist oder so. Man arbeitet, kann dann wieder damit arbeiten. Also für mich ist es auch so, ich drehe so viel, um auch im Schnitt wirklich noch so Möglichkeiten zu haben. Also um nachher auch wirklich so wie so ein Archiv halt zu haben, weil ich auch wirklich am Set gar nicht, ich kann nicht diese Behauptung aufstellen, zu sagen, genau so muss das sein und so ist das nachher richtig im Film. Ja, und da auch dann bei Toni Erdmann oder ja, ich mich auch so für diesen Subtext interessiere, das, was man nicht so genau so greifen kann und das auch teilweise wirklich handlungsrelevant ist, dann ja, ist es einfach auch was, wo auch viel im Schnitt dann doch noch entsteht. Also. Ich will nur sagen, dass der Schnitt ist, glaube ich, also für mich auch die tollste Phase eigentlich, wenn es funktioniert. Also wenn man kann im Schnitt auch, ich saß auch schon mal im Schnitt, und man hat einfach gemerkt, egal was wir machen, es funktioniert nicht so richtig. Es funktioniert so einigermaßen. Aber man kriegt einfach die Dinge. Es ist ja unglaublich, was man im Schnitt auch retten kann. Also wo man auch sagen kann, ich kann jetzt einfach, ich finde eine andere Lösung und die ist eigentlich letztlich irgendwie besser. Weil mein Cutter hatte eine tolle Idee. Plötzlich ruft er an, hey, komm rein, du musst dir das anschauen, was ich gemacht habe. Und manchmal gibt es da wahre Wunder. Die Leute im Kino würden das nie wissen. Oder man denkt auch selber, so hätte ich es eigentlich schreiben sollen. Ja, so hätte ich es schreiben. Man lernt im Schnitt wahnsinnig viel auch über Drehbuchschreiben, finde ich, über die Ökonomie. Wie lange eine Szene eigentlich sein hätte sollen oder wo man eigentlich auch noch mehr Platz gehabt hätte für was oder was mir fehlt oder für Momente. Also ich finde, beim Schnitt lernt man am meisten über Filme machen eigentlich nochmal. Aber wenn es nicht funktioniert,
wenn man da sitzt und man muss da jedes Mal hin und man muss den Film ja zu Ende machen, ist ja klar. Man kann ja nicht sagen, ich gehe jetzt, komm einfach nicht mehr. Lass mir eine Entschuldigung schreiben. Ja, Mama, kannst du mir eine Entschuldigung schreiben? Ja, das kann man ja leider nicht machen. Also Stanley Kubrick hat seinen ersten Film komplett vernichtet. Das darf man nicht vergessen. Er hat einen Film, ich glaube Search and Destroy, den hat er, der wurde schon rausgebracht und so. Und er hat sich dann Jahre seines Lebens dafür eingesetzt, dass jede Kopie vernichtet wird von diesem Film. Er ist in Colleges gefahren, in Kinos, hat die Kopien aufgespürt und vernichtet. Ich verstehe das. Also ich sage mal so, man kann es jetzt nicht mehr, weil es mittlerweile ist auch alles digital. Es hat gar keinen Sinn. Man kann diesen Kampf nur verlieren. Es ist überall immer irgendwo gespeichert. Aber nein, aber dieses, es kann auch, Schnitt ist das Allerschönste, aber es kann auch zu einer Hölle werden, wenn man eben merkt, man kann es nicht retten. So, glaube ich. Dann ist man halt zu zweit oder zu dritt im Editing-Room und kann es nicht retten. Das kann auch mal vorkommen. Bei uns ist was Tolles im Schnitt passiert, was uns vorher, glaube ich, nicht so klar war, dass das noch kommen muss. Wir hatten ja keine Stimme für den Wolf, weil ja immer der Tiertrainer reingesprochen hat. Und die Bettina Böhler, die den Film geschnitten hat, ist tonmäßig, das ist so ihr Steckenpferd. Die arbeitet sehr genau an den Tönen in dem Film und die Tonleute sind dann hinterher immer die dafür die Lorbeeren kriegen, aber sie arbeitet wirklich sehr genau und sie hat den Wolf vertont eigentlich. Also ich war natürlich auch dabei, aber genau diese ganzen Hechel-, Knurr-, Zähnefletschgeräusche, die sind extrem auch handlungs-, also Atmosphäre schaffend, weil das hat man hinterher gemerkt, als der Sounddesigner dann auch nochmal ein paar Sachen verändert hat, dass das Gleichgewicht, wenn der Wolf zu böse wurde, zum Beispiel in dieser Konfrontation, als die Wand fällt, dass man die ganze Liebe nicht mehr glaubt, wenn der so klingt wie bei Jurassic Park, so ein Ungeheuer oder so, wozu der Sounddesigner natürlich voll Bock hatte. Und dass das eine ganz sensible Arbeit war von Bettina, den so oder so klingen zu lassen. Der hat einen Charakter dadurch bekommen und wurde eine Person. Also das ist auch Schnittarbeit. Die Töne zu auszuwählen oder zu gestalten. Ja, Musik. Ja. Das bei uns im Schnitt, also wir haben auch 120 Stunden Material gehabt und ich drehe mal sehr improvisativ, also ich drehe die Szene mal so, wie sie im Buch steht, dann mache ich sie noch mal ein bisschen anders. Dann nehme ich mir meinen Schauspieler zur Seite und sage dem was der andere nicht wissen darf. Und der Piano soll mal die Julia dann überraschen in der Szene. Und so entstehen ganz viele Varianten. Und ich habe dann im Schnitt halt ganz viele Möglichkeiten. Und der Film baut sich eigentlich, also wir schreiben im Prinzip das Drehbuch nochmal neu im Schnitt. Und es gibt ganz viele, ja, es gibt noch einen Plot mit dem Kind zum Beispiel, was überhaupt nicht im Film drin ist. Also es gibt ganz viele Dinge natürlich, die wir dann dadurch auch nicht reinschneiden können, weil wir anderen Dingen mehr Zeit geben wollen. Aber das ist immer erstmal, also zumindest war es bei meinen zwei Filmen, war es immer erstmal schrecklich, in den Schnitt zu kommen. Und ich dachte immer so, das kann gar kein Film werden, das geht gar nicht. Und ich dachte eigentlich immer, ich komme vom Dreh und dachte eigentlich immer, das war's jetzt. Also das ist jetzt der letzte Film, den du je gemacht hast und du wirst auch keine Regisseurin. Das ist es jetzt. Das geht nicht mehr. Also man kann daraus keinen Film machen. Und dann fängt das so langsam an, dass dein Cutter so ein bisschen Psychologe ist und fängt dann an, dich aufzubauen und irgendwie findet man einen Weg und da wird aus diesem Wahnsinn wird dann ein Film. Insofern ist der Begriff Film-Editor, der jetzt sich mittlerweile durchsetzt, glaube ich, auch der richtige, weil er natürlich einen ganz anderen inhaltlichen Input bedeutet. Cutter machen schneidet ja auch was kaputt. Das Gefühl. Wir sind am Ende. Aber noch nicht ganz. Erstens möchte ich natürlich noch auf das nächste Panel hinweisen. Dort geht es, was zieht und wenn ja, wie viele, um Thema Marktauglichkeit und Zielgruppe. Das finde ich extrem spannend und ich würde gerne nicht euch direkt fragen, aber trotzdem wissen wollen, was für eine Rolle bei eurer Arbeit, also wenn ihr anfangt, eine Geschichte zu entwickeln oder erzählen wollt, das Publikum spielt in der
Phase der Idee und der Entstehung. Als Überleitung zu dem Thema, wo wir gleich hinkommen. Das ist ein anderes Panel, ihr müsst die antworten, aber ich fände, das würde es ganz gut einführen. Ich kann nur sagen, also ich bin halt natürlich das Publikum und den Leuten, denen ich das erzähle, die sind das Publikum. Meine Produzenten oder Freunde, denen ich vertraue, und ich sehe natürlich, ob die Geschichte, die ich erzähle, die Idee, die ich erzähle, eine Reaktion hervorruft oder ob ich sie falsch erzähle oder ob es einfach keine Idee ist, die besonders spannend ist. Was dann letztlich damit passiert, also ob da, man kann es nicht planen. Also ich sag mal, bei unserem Film, der jetzt so viel Zuschauer gemacht hat, wir haben am vor dem Startwochenende, also es hört sich jetzt, glaubt man kaum, aber es war jetzt nicht eine No-Brainer-Idee, dass man eine Flüchtlingskomödie macht, wo alle reinstürmen, juhe. Dazu war die Stimmung, also so war das, es lässt sich, glaube ich, nicht planen. Also ich kann zum Beispiel vorher nicht wirklich sagen, was das Potenzial ist. Es muss mich halt begeistern und dann kann es sein, dass viele Leute reingehen oder auch nicht. Also in die Richtung geht die Frage auch, ehrlich gesagt. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, ich mache einen Film, der macht 200.000 oder 2 Millionen Zuschauer, sondern es geht darum, wie ihr euch euer Publikum vorstellt oder wie ihr damit kommuniziert. Da hast du ja eine konkrete Antwort gegeben. Du hast Leute, mit denen dich da austauscht. Wie ist das bei euch? Das ist ja erst ein paar Jahre her, als ich meinen ersten Film gemacht habe. Und da habe ich, das war während meines Studiums, mein erster Langfilm, und es war ein Experiment. Da habe ich überhaupt nicht an den Zuschauer, ich dachte wirklich, das wird eine Übung, die ich jetzt mache. Und dann habe ich im Schnitt gemerkt, dass die Übung ein Film wird, ein Film werden kann. Und dann war es bei 24 Wochen, bei meinem zweiten Film, habe ich mich selber dabei erwischt, wie ich darüber nachgedacht habe, ich weiß jetzt, wie die reagieren, wenn der Schauspieler das oder das macht. Und das könnte ich ja jetzt einsetzen. Also ich habe das Gefühl, oder ich hatte bei 24 Wochen oft das Gefühl, dass ich mich selber ermahnen muss, daran nicht zu denken, was es auslösen kann im Zuschauer. Weil ich wollte das irgendwie nicht. Ich wollte mich davon frei machen. Weil ich dachte, da gibt es so viele andere Menschen, die sowieso schon darüber nachdenken, wie verkäuflich das Ganze wird. Und jetzt machst du einen Film über eine Spätabtreibung. Jetzt denken sowieso alles überhaupt nicht verkäuflich. Das wird sich keiner angucken, dachten sowieso immer am Anfang alle. Und deswegen dachte ich, ja, dann bin ich doch auch wieder ganz frei. Dann muss ich mich wieder von dem befreien, was ich da gelernt hatte. Ja, also ich finde, also ich habe, natürlich gibt es auch ein Publikum, also das man jetzt so, vielleicht so im Kopf hat, aber das sind dann wirklich eher so Leute, die ich wirklich auch kenne oder eben so dieses private Umfeld, mit dem man sich jetzt so austauscht oder wo man was testet oder genau mal was erzählt oder klar, oder ein Drehbuch ist natürlich dann ja auch irgendwann, ja, was man lesen kann. Aber ich finde generell, also ich denke eigentlich nie an den Kinozuschauer, wenn ich das dann mache, oder ich bin so beschäftigt damit, eigentlich wirklich mich um diese Figuren zu kümmern, dass es von innen raus stimmt, dass ich es stimmig finde. Eigentlich ist dann der Personenkreis am Ende, finde ich es wirklich gut, wenn es auch klein ist sozusagen. Also der Cutter, die Produzenten und noch ein paar gute, ehrliche Berater, das reicht dann irgendwie eigentlich. Und ich muss auch wirklich sagen, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres in der Diskussion um Projekte oder Stoffe, oder ich finde, es ist wirklich teilweise ein Rätselraten, was dieses Publikum angeht. Was interessiert Leute? Warum gehen Leute rein? Was sind gerade Themen? Ich meine, wenn man Toni Erdmann ist wirklich auch dafür ein Beispiel. Ich meine, man hätte, wenn man den Film einfach mal so alleine in einem Kino gesehen hätte, da hätte man genauso sagen können, ja, kein Mensch wird da groß reingehen. Das ist einfach ein langer, sperriger Film dann doch. Also ich, na doch, wirklich. Nein, wirklich, allen Ernstes. Ich meine, ja, wie gesagt, ich habe sogar einen Film an, wie der konzipiert ist bei so einer millionenteuren Action-Sache oder so, muss man natürlich auch auf Sehgewohnheiten und Wünsche und so vom Publikum eingehen. Bei Wild war es ja so, dass der Film ganz konkret davon erzählt, sich frei zu machen von dem Blick von außen und von dem Verkaufen von Leben und was uns alles erzählt wird, was toll ist und wichtig und so weiter, und dass man sich konzentriert. Und so habe ich auch den
Prozess des Schreibens empfunden oder das Erfinden von dem Film, dass ich wollte mich so lösen von den Ansprüchen oder Erwartungen oder kann man das verkaufen, kann man es überhaupt erstmal realisieren, mit so einem Wolf diese ganzen Szenen zu drehen. Ich wollte, dass man einfach mal wieder versucht oder dass ich versuche, eine ganz eigene Idee oder ganz was Eigenes, was man in keinem Film vergleichen kann am besten und was überhaupt nicht funktionieren kann, trotzdem zu gucken, ob es wichtig ist und gemacht wird. Du hast doch bestimmt, wirst doch bestimmt auch gefragt, diese Fragen, ist die Figur sympathisch oder das ist ja, hängt ja auch, dann geht man mit, identifiziert, also oder... Ja, ich habe schon im Geheimen manchmal so Dialoge oder Szenen oder Momente geschrieben, wo ich dachte, das wird geil, wenn das dann jemand sieht und wie die sich aufregen oder auch nicht oder so, oder dass ich jetzt mal ein Geheimnis verrate oder so, klar, das ist aber, es ist so eigentlich, oder auch manchmal das, was man gerne selber mal machen würde oder so denkt man dann vor Leuten, also klar, man schon mal sagen mit wollte. Dem Medium ist ja klar, es ist ja was, genau. Man macht das, man hofft natürlich auf ein Publikum, das ist ja, steht ja außer genau, Frage. Aber dass man also, jetzt das buhlt um die beim Schreiben oder so, das kann man einfach nicht machen. Ich glaube, dass auch immer Glück dabei ist bei Toni Erdmann, wie du gesagt hast, das ist natürlich ein großartiger Film, aber natürlich sehe ich auch so, hätte auch ein Film sein können, wo man der irgendwann im Nachtprogramm, den man dann sieht und wo man sich denkt, wow, was ist denn das für ein Film? Wieso weiß ich nicht, wieso habe ich diesen Film nicht gesehen? Und der hatte eben auch ein gutes Screening zum richtigen Zeitpunkt und einen großen Forum, wo die Leute erkannt haben, was das für ein Film ist. Das ist eigentlich das, also ich glaube, diese Art von, egal was du machst, dann dieser Funke, den musst du irgendwann, dieses Glück musst du haben auch. Ja, vielen Dank. Diese Diskussion geht ja gleich noch weiter. Ich danke euch ganz, ganz herzlich auch dafür.